Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und willkommen zu meinem überpünktlichen Lesemonat Juli 2022. Ich möchte heute über die Bücher sprechen, die mich durch diesen Sommermonat begleitet haben. Im Juli habe ich seit langem mal wieder eine feste Leseliste angelegt und habe die so ein bisschen abgearbeitet. Das sollte mir dabei helfen, vor allem ältere Bücher von meinem Stapel ungelesener Bücher zu lesen, gleichzeitig ein paar Neuerscheinungen noch wahrzunehmen, und ich hatte mir außerdem so ein paar Science-Fiction-Klassiker vorgenommen, die ich gelesen habe, und ich würde sagen, das ist so das Vorhaben, an dem ich ein bisschen gescheitert bin. Aber obwohl diese Liste ein bisschen überambitioniert war mit 10 Titeln, habe ich doch relativ viel geschafft und bin da auch ganz stolz auf mich, und das war für mich der erste Versuch, das wieder durchzusetzen, und im September mache ich mit so einer Leseliste direkt weiter, und das werdet ihr dann, glaube ich, in zukünftigen Videos auch sehen. Ich starte mit den Science-Fiction-Klassikern. Ich habe nämlich auch mit einem meinen Juli begonnen, und das war Philip K. Dicks Warte auf das neue Jahr. Wir befinden uns in diesem Roman im Jahre 2055 und es herrscht gerade Krieg zwischen den Menschen auf der Erde, den Sternmenschen auf dem sogenannten Lily Stern und den Reeks auf einem anderen Planeten. Das sind so käferartige Wesen. Hauptfigur ist hier Eric Sweetscent. Er ist ein Transplantationschirurg. Eric Sweetscent bekommt von seinem Vorgesetzten Virgil Ackerman den Auftrag, sich um den Herrscher der Erde zu kümmern, nämlich Gino Molinari. Der ist schwer krank und ist aber schon öfter von den Toten wieder auferstanden, und keiner weiß, wie das so richtig passiert ist. Eric führt außerdem eine sehr, sehr unglückliche Ehe mit Catherine bzw. Katie, und an einer Stelle, wo dann die Trennung schon so im Begriff ist, fängt Katie an, eine Droge zu nehmen, die sich, glaube ich, JJ-180 nennt. Auf jeden Fall ist diese Droge in der Lage, Menschen in eine andere Realität und eine andere Vergangenheit zurückzuführen. Also Katie reist in die Vergangenheit, während sie, als sie dann Eric diese Droge untermischt, die auch sehr abhängig macht, ihn dazu befähigt, in die Zukunft zu reisen, und dadurch kommt er dahinter, was es mit Gino Molinari, diesem Erdenherrscher, auf sich hat. Und da fängt es an, dass Realitäten, Zeitebenen miteinander verschwimmen, und ich glaube, das ist so Philip K. Dicks großes Ding in Roman. Politisch ist dieses Buch hochbrisant. Es dreht sich natürlich um die Frage, welches dieser drei Völker soll in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten vorherrschen. Aktuell steht es um die Menschen etwas schlecht. Also wenn es um die Zukunft der Menschen geht, hat Philip K. Dick ja sowieso ein relativ pessimistisches Weltbild. Es wird natürlich auch diskutiert, inwiefern Drogen dafür da sind, einen Krieg zu gewinnen, wenn man diese Droge zum Beispiel der Zivilbevölkerung untermischt. Und alle Figuren hier machen eine seltsame Erfahrung mit diesem JJ-180, und es ist teilweise sehr gruselig, aber es ist auch sehr amüsant. Dieser Roman ist ja relativ schmal, das heißt, es folgt auch irgendwie ein Plottwist auf den nächsten. Es wird alles relativ schnell abgehandelt. Ich hätte mir manchmal ein bisschen mehr Ruhezeit, ein paar Phasen gewünscht, in denen die Charaktere mal durchatmen können, aber irgendwie ist das, glaube ich, vom Autor und auch von der Erzählerinstanz nicht so gewünscht. Dieses Buch vereint relativ viele Ideen, die wir schon aus Ubik kennen und auch aus Minority Report, wobei ich sagen würde, dass diese beiden Werke es besser machen als Warte auf das letzte Jahr. Von den 8 Romanen, die ich bisher von PKD gelesen habe, ist Warte auf das letzte Jahr einer der schwächsten, würde ich sagen, ohne dass er jetzt schlecht ist und ohne dass er unlesbar wäre. Ganz im Gegenteil. Was ich immer wieder witzig finde, ist, dass Philip K. Dick sich die Zukunft noch sehr amerikanisch, sehr stereotyp, heterosexuell, sehr weiß vorstellt. Die Leute lieben Antiquitäten und sind total nostalgisch. Sie sind überhaupt nicht dazu befähigt, miteinander zu leben. Also vor allem das Konzept Ehe, also Mann und Frau in der Ehevorstellung, die Philip K. Dick hat, sind überhaupt nicht dafür gemacht, dass sie zusammenleben, und das erklärt vielleicht auch die vielen Ehen, die der Autor selbst geführt hat. Nichtsdestotrotz hat er mich in diesem Roman noch abgeholt, dadurch, dass er zum Beispiel Themen wie aktive und passive Sterbehilfe mit anspricht. Es gibt hier zum Beispiel ein Freitodmedikament zu kaufen, das man für 2,50 Dollar in der Apotheke bekommt. Er beschreibt zum Beispiel auch die Verantwortung, die wir als Menschen gegenüber Tieren haben, also auch Veganismus, Vegetarismus ist ein großes Thema, was angesprochen wird. Auch einfach diese Todessehnsucht, die Realitätsflucht der Menschen, die ist so allgegenwärtig, und die findet ihr natürlich auch in den anderen Romanen, aber hier sind sie auch nochmal ganz besonders herausgestellt. Ich würde sagen, lest diesen Philip K. Dick Roman vielleicht nicht als ersten Roman von ihm, aber wenn ihr schon ein paar andere gelesen habt, kann man ihn durchaus mit einschieben. Den zweiten Science-Fiction-Klassiker, den ich dann lesen wollte, das war Ursula K. Le Guin's The Left Hand of Darkness, also die linke Hand der Dunkelheit, heißt das auf Deutsch. Und bei dem Werk musste ich leider feststellen, dass ich nicht alles verstehe. Und das liegt vor allem an dem Englischen.
Nicht, dass ich nicht die einzelnen Wörter verstehe und auch das Worldbuilding so halbwegs begreife, aber ich hatte das Gefühl, es geht sehr viel an mir vorbei und ich begreife bestimmte Konnotationen nicht. Am Anfang folgen wir einem Diplomaten von der Erde, der auf einem anderen Planeten ankommt, und auf diesem Planeten gibt es in der Gesellschaft kein Konzept von Geschlecht, und er versucht natürlich trotzdem als Mensch, wo es das Konzept Geschlecht ganz eindeutig näher irgendwie gibt, auf diese Menschen zu projizieren. Und dadurch hält er sich aber von dieser Gesellschaft total fern. Also er kann sich nie richtig integrieren, er versteht sie nicht und kommt irgendwie nicht voran und kann auch seine Pläne, seine diplomatischen Absichten nicht rüberbringen, weil ihm gar nicht zugehört wird. Und das ist eigentlich ganz spannend. Aber gerade am Anfang mit dem Worldbuilding, welche Posten da besetzt sind, wie die Figuren interagieren, ich habe es manchmal wirklich nicht so richtig begriffen. Und ich werde mir dieses Buch einfach nochmal zu einem ruhigeren Zeitpunkt auf Deutsch organisieren und dann lesen und euch dann hoffentlich davon berichten. Aber auf Englisch hat es für mich leider nicht so gut funktioniert. Im Juli habe ich mich dann doch noch einmal an ein Berlin-Buch gewagt, auf das ich mich schon im letzten Jahr, ich glaube so im Oktober, sehr gefreut hatte, denn es war auch mit der Neugründung eines Verlages verbunden, nämlich des Kanon Verlages. Und von denen habe ich Kirsti Bells Gezeiten der Stadt gelesen. Das ist ein Buch über Berlins Geschichte mit einem Anteil von Memoir über diese Autorin oder von dieser Autorin. Wie gesagt, ich bin das erste Mal, auch als ich es, glaube im Oktober, November begann, irgendwie dran gescheitert. Beim zweiten Mal hat es jetzt besser funktioniert, aber die hochgezogene Augenbraue war dann doch an einigen Stellen vorhanden. Kirsti Bell ist eine britische Autorin, die lange Zeit in den USA gelebt hat und die 2001 dann nach Berlin gezogen ist. Dort hat sie ihren Mann kennengelernt, sie haben geheiratet, Kinder gezeugt, und Anlass dieses Buches ist, dass sie sich von ihrem Mann trennt, die Scheidung eingereicht hat oder er die Scheidung eingereicht hat und sie sich neu orientieren muss in ihrem Leben. Und dann fängt sie an, sich mit dem Haus, in dem sie lebt, am Landwehrkanal auseinanderzusetzen. Das ist schon ein sehr altes Haus, und von da aus beginnt so ihre Forschungsreise durch Berlin und eine gesamte Berlin-Betrachtung, vor allem in Bezug auf die Gewässer. Deswegen heißt es auch Gezeiten der Stadt. Sie orientiert sich am Landwehrkanal, an der Spree. Ich glaube, wenn dieses Buch nur Berlin-Geschichte versprochen hätte, da wäre ich zu 100% dabei gewesen. Aber dieser Memoir-Anteil, der uns natürlich auch im Klappentext schon vorweggenommen wird, der hat mich leider sehr unschlüssig zurückgelassen. Der war so fad, öde und ich würde auch sagen völlig unnütz, dass man ihn hätte rauslassen können. Und ich muss zugeben, ab dem ersten Drittel des Buches habe ich diese Passagen runtergeskippt und übersprungen, weil sie mich wirklich nicht interessiert haben. Und ich komme am Ende meiner Review auch nochmal darauf, warum ich das teilweise übersprungen habe, weil es dann wirklich seltsame Ausmaße angenommen hat. Ich habe ja gerade schon erzählt, der Titel verrät es euch, wir bekommen die Berlin-Geschichte so ein bisschen aus der Sicht der Gewässer erzählt. Es wird auch nicht umsonst gesagt, Berlin ist vom Kahn auf gebaut worden, also Wasserwege hier in Berlin, hier im Urstromtal, sind unfassbar wichtig. In den ersten Kapiteln teasert uns Kirsti Bell generell so ein bisschen Berlin-Geschichte an, also erzählt was über den Landwehrkanal, es geht um das Grundstück, auf dem das Haus steht, das sie gekauft hat mit ihrem Mann zusammen, die Anlage des Tiergartens, wie der überhaupt entstanden ist, und dann macht sie einen größeren Schwenk und geht bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und geht auch in die Zerstörung rein. Also da geht sie dann auch nochmal darauf ein, wie eigentlich der Tiergarten um, ich weiß nicht wie viele tausende Bäume dezimiert wurde und am Ende nur noch ganz wenige hatte, während heutzutage das natürlich ein wunderschöner grüner Fleck mitten im Herzen von Berlins wieder ist. Dann beginnt ihre Forschungsreise. Am Anfang geht sie so in Archive und Bauämter und versucht mehr über das Haus herauszufinden, das eben auch einen riesigen Wasserschaden hat. Und sie fängt auch an herauszufinden, dass dieser Wasserschaden gefühlt schon immer da war. Ich glaube, der Fokus des Buches ist manchmal nicht so eindeutig bestimmbar, denn sie geht in ihren Kapiteln doch in sehr, sehr unterschiedliche Teilbereiche der Berlin-Geschichte rein. Auf der einen Seite haben wir Berlin und die Industrialisierung, die riesigen Eisenbahnanlagen. Auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen die Siedlungsgeschichte dann auch zur Industrialisierung. Dann wiederum versucht sie gleichzeitig, eine weibliche Literaturgeschichte Berlins zu zeigen oder auch eine weibliche Berlin-Geschichte zu zeichnen, und geht dann eben auf Figuren wie Gabriele Tergit, Irmgard Keun, Nelly Sachs, John Mammen oder Lotte Laserstein ein und versucht, die so ein bisschen neben Walter Benjamin oder Fontane einzuordnen, was auch nicht immer so hundertprozentig klappt, aber man merkt, dass es ein Anliegen ist, über weibliche Schicksale zu allen Zeiten in Berlin auch zu schreiben. Generell ist dieses Buch voller wunderschöner literarischer Intertexte. Also gleich am Anfang geht es zum Beispiel um Christopher Isherwood, der ja auch ein Berlin-Buch geschrieben hat, das ich unbedingt noch lesen muss. Es ist, wenn man sich literarisch für Berlin und auch für deutsche Literatur interessiert, wirklich was ganz, ganz Wunderbares, weil es dann so unmittelbar mit Berlins Geschichte verknüpft ist. Also dass man Literatur und ihre Zeit, literarische Salons und sowas alles mit wahrnimmt, hat für mich
mich sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, so ab der Hälfte des Buches geht es fast nur noch um den Zweiten Weltkrieg in Berlin, was der ausgemacht hat. Es geht natürlich um die Deportation der jüdischen Menschen von den Bahnhöfen Berlins aus. Es geht um die Stolpersteine. Kirsti Bell reflektiert auch so ihr eigenes weißes Privileg, hier in Deutschland leben zu können, ohne wirklich aufzufallen. Dafür war ich ihr sehr, sehr dankbar. Und alles, wirklich alles, was sie euch über Berlins Geschichte erzählt, wird, glaube ich, dafür sorgen, dass ihr Berlin mehr liebt, als ihr es vorher getan habt. Ich habe ja auch so eine gewisse Hassliebe für meine Heimat und Geburtsstadt hier. Aber Kirsti Bell hat dafür gesorgt, dass ich sie an vielen Ecken irgendwie neu entdeckt habe, dass ich den Gleisdreieckpark mit anderen Augen sehe, dass ich den Landwehrkanal noch ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Aber das wendet sich dann alles leider so ein bisschen. Nicht, dass der Berlin-Teil deswegen schlechter wird, aber Kirsti Bell, als ihre Scheidung ansteht und sie dieses Buch eröffnet, nimmt sie das Wasser als eine gigantische Metapher für ihr Leben plötzlich an. Dieses Haus, in dem sie lebt, ist völlig marode, es geht kaputt. Und genauso wie dieses Haus Risse zeigt und zerbröckelt und wo es überall tropft, genauso zerrissen ist auch ihre Ehe, genauso zerrissen ist die Beziehung zu ihrem Mann. Und es wurde immer absurder. Sie denkt dann irgendwann, und sie holt sich dann auch eine Feng Shui-Beraterin, eine Astrologin zu Hilfe, dass das Haus negative Energien aussendet und deshalb irgendwie die Energien der verstorbenen Menschen, die hier vorher gelebt haben, irgendwie Signale senden und deshalb das Wohnen in diesem Haus unmöglich machen. Und ich dachte mir an der Stelle, nein, du wohnst einfach in einem völlig maroden Haus. Ja. Was wolltest du denn mit? Ich kann nicht reden, wenn du da vorbeigehst. Zumal sie ja auch noch in ein paar Kapiteln davor seziert hat, wie schwierig es ist, in Berlin überhaupt zu bauen, wegen des sumpfigen und sandigen Untergrundes. Und dann findet sie ja auch durch Akten aus Bauarchiven heraus, dass dieses Haus schon immer irgendwelche Wasserschäden hatte. Ich dachte mir die ganze Zeit, gute Frau, Sie müssen hier keine Metapher finden für Ihr verhunztes Leben. Diese Ehe war offensichtlich zum Scheitern verurteilt. Wenn man dann auch noch in ein marodes Haus zieht, bei dem man weiß, dass es einen Wasserschaden hat, dann heizt man sich halt noch ein Problem obendrauf auf und das hilft einem nicht. Und am Ende kommt sie zu dem Schluss, und zu dem Ergebnis, das ich ihr schon ganz am Anfang gerne präsentiert hätte. Zieh aus dieser blöden Hütte. Und das schafft sie erst so ganz am Ende. Und ich denke mir so, bitte geh einfach öfter raus, such dir ein anderes Haus, zieh um. Aber hör auf mit diesem seltsamen, schwurbeligen Energiegelaber, was du mir da aufhalst. Ich habe es nicht verstanden, warum so eine kluge Frau zu solchen seltsamen Überlegungen kommt. Das war so störend, das war so nervig. Und ich kann diesem Buch das auch nicht verzeihen. Es ist ein großartiges Berlin-Buch. Aber es ist eine schreckliche Memoir und deshalb fällt es mir unglaublich schwer, dafür eine Empfehlung auszusprechen. Wenn ihr es euch ausleihen könnt oder gratis rankommt, versucht es, aber versucht diese Passagen, in denen sie über sich selbst redet und ihre Familie und irgendwelche Energien, die durch das Haus fließen, versucht die auszulassen. Lest die nicht, das bringt euch nichts, ihr werdet euch nur ärgern. Ich habe mich ja jetzt hier auch schon aufgeregt, ihr merkt, was das in mir ausgelöst hat. Ich glaube, jetzt folgen nur noch erfreuliche Bücher, Gott sei Dank. Also, ich glaube, es kommt noch eines, an dem ich ein bisschen was kritisieren werde, aber das liegt an meinen blöden Literaturinteressen. Erstmal müssen wir noch über ein Gegenwartsdrama reden, und zwar las ich von Rebecca Kricheldorf Homo Empathicus. Das ist ein Drama aus dem Jahr 2014 und ich glaube, ich habe noch nie so ein seltsames, weirdes und gleichzeitig sehr unterhaltsames Gesellschaftsdrama gelesen. Die Welt, die Rebecca Kricheldorf hier in 24 Einzelszenen darstellt, leben wir in einer Gesellschaftsutopie. Alle sind sich in völlig aufblühender Empathie verbunden, deswegen ja auch der Titel. Alle sind nett zueinander, es werden Probleme vermieden, niemand streitet, alle sind sich immer einig. Alle wollen, dass es allen anderen auch gut geht, also das Individuum versucht alles, um sich in die Gemeinschaft zu integrieren und dass andere Individuen sich auch wohlfühlen. Alle tragen dasselbe, es wird ihre Ernährung kontrolliert und überwacht. Sobald es Probleme gibt, wird man zum Arzt geschickt, der therapiert einen ganz schnell, also Probleme werden ganz, ganz schnell gelöst. Und eigentlich ist es eine wunderbare, heile Welt, wenn es da nicht so ein paar kleinere Konflikte gäbe, die sich dann zu einer Eskalation hochschaukeln. Dieses Drama ist so großartig. Es hat so viele seltsame Einzelszenen, es überspitzt natürlich jede Situation, die hier auftaucht und zeichnet eigentlich alles, was wir vielleicht als erstrebenswert bewerten heutzutage, stellt es irgendwie ein bisschen negativ dar und belächelt es so ein wenig, weil es hier natürlich auch in eine völlige Himmelhöhe persifliert und karikiert. Die Sprache des Romans ist auch nochmal besonders, also alle Menschen werden vor allem geschlechtsneutral angeredet, sie haben zwar Namen, aber sie sind keinem eindeutigen Geschlecht zugeordnet und sie werden auch, was ihre Berufsbezeichnung angeht, neutral angesprochen. Also es gibt zum Beispiel ein Studierendes oder ein Wegsprechendes oder ein Ernährendes. Die Arztfigur, die es hier gibt, die ist auch
jenseits von einfühlsam, sondern die ist auch auf eine schnelle Problemlösung bedacht und sagt immer, halt, es gibt nichts Schlimmes, warum erkennst du nicht das Gute in dir und anderen Menschen und bla bla bla. Es ist ein einziges Geschwafel darum, dass die Welt doch toll ist und wir uns auch überhaupt nichts Negativem zuwenden sollten, weil damit machen wir uns nur unglücklich. Und es vermeidet natürlich ernsthafte Gespräche. Alle reden den anderen nur nach dem Mund, alle entschuldigen sich ständig, keiner hat mehr eine eigene Meinung. Man merkt, es geht nicht unbedingt aufwärts mit der Gesellschaft. Rebecca Kricheldorf hat dieses Drama eigens für das Deutsche Theater in Göttingen geschrieben, als 2014, glaube ich, auch das neue Ensemble vorgestellt wurde. Deswegen sind das 26 Figuren, die hier auftauchen. Und es ist alles so herrlich, seltsam, bescheuert und gleichzeitig wunderbar kritisch, was die damalige Zeit angeht, 2014. Aber man kann viele Debatten, die hier geführt werden, auch in die Jetztzeit übertragen. Und wenn ihr ein modernes, kurzweiliges Drama lesen wollt, dann empfehle ich das auf jeden Fall. Bleiben wir bei der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Ich habe mich auch noch der deutschen Buchpreisgewinnerin von 2020 gewidmet, nämlich Anne Webers Annette, ein Heldinnen-Epos, das ich, glaube ich, schon seit Erscheinen lesen wollte und bei dem ich mittlerweile sehr hohe Erwartungen entwickelt hatte. Und zu einem gewissen Teil wurden sie, glaube ich, erfüllt, aber zu einem ganz großen Teil eben auch nicht. Und ich führe euch gerne aus, woran das lag. Mit diesem Buch hat Anne Weber, der damals noch real existenten und sehr lebendigen und damals, ich glaube, schon 95-jährigen Anne Beaumanoir, ein Denkmal gesetzt. Die war eine französische Kämpferin in der Resistance. Sie hat jüdische Familien gerettet und sie hat sich später auch für die Unabhängigkeit von Algerien eingesetzt, hat also an mehreren Fronten gekämpft, manchmal zum Gewinn der Sache und manchmal auch ein wenig vergebens, wo sie dann auch so an ihre Grenzen geraten ist. Und auf knapp 200 Seiten bekommen wir hier ein Vers-Epos geboten. Und ich habe mit der Versform überhaupt kein Problem. Wenn man durchs Germanistikstudium geht, dann liest man doch das eine oder andere. Mindestens das Nibelungenlied bekommt man unter. Und wenn man dann noch als Schwerpunkt Mediävistik hat und höfische Romane liest, da hat man sich vielleicht auch durch die Germanistikbibliothek gearbeitet mit diesen unglaublich dicken, orangen, zweisprachigen Reklamheften zu allem, was man finden kann. Man hat Tristan und Isolde gelesen, man hat den Erik, den Iwein, die Kudrun gelesen, man hat sich vielleicht auch am Rolandslied oder am Alexander-Roman probiert. Alles kam einem unter. Auch die Odyssee habe ich gelesen und als etwas modernere Versform ist mir auch Jewgeni Onegin von Alexander Puschkin untergekommen. Aber so richtig eine moderne Versform, abgesehen von Balladen und Gedichten heutzutage, ist mir noch nicht untergekommen. Deswegen war ich bei Annette, ein Heldinnen-Epos, sowas von bereit dafür. Das Leben von Anne Beaumanoir oder auch Annette wird sehr, sehr komprimiert dargestellt. Und das ist vielleicht auch einer der Mankos des Vers-Epos. Das ist mir auch erst bei dieser Geschichte so richtig bewusst geworden. Es schafft natürlich, so ein 90-jähriges Leben in nicht mal 200 Seiten zusammenzufassen und auch sehr zu komprimieren. Ich musste feststellen, das ist mir zu wenig. Ich glaube, ich hätte mir eine etwas vollständigere Biografie gewünscht von dieser guten Frau, die einfach ein sehr bewegtes und auch sehr spannendes Leben hatte. Also daran lag es nicht, aber in der Kürze, wie manche Dinge abgehandelt wurden, ging es mir einfach zu schnell. Wir sind auf Seite 21 im Zweiten Weltkrieg, da ist sie kaum aus der Kindheit raus. Nach der Hälfte des Buches ist der Zweite Weltkrieg vorbei, dann geht es in einen zweiten Part, wir gehen in einer zweiten Annette, die in die zweite Ehe geht und einen zweiten Kampf in Algerien quasi ausficht und dann ihre Kinder nicht sehen kann und alles passiert so Schlag auf Schlag. Wir haben keine Möglichkeit durchzuatmen, wir haben keine Möglichkeit in den Gefühlen und auch in den damaligen Emotionen vielleicht auch von Annette ein bisschen zu bleiben, sondern es geht immer weiter. Zack, nächste Episode. Ist jemand gestorben? Zack, hör auf das zu verarbeiten. Zack, du musst den nächsten Kampf ausfechten. Und vielleicht ging es ja auch alles Schlag auf Schlag. Vielleicht hat auch Anne Beaumanoir das so empfunden, aber ich als Leserin habe mich so ein bisschen abgekanzelt gefühlt. Ich habe mich sehr distanziert gefühlt. Ich bin dieser Figur nicht so richtig nahe gekommen, obwohl ich die Versform sehr genossen habe. Es reimt sich hier nichts. Wir haben ja sehr freie Verse. Ihr könnt euch in einen eigenen Rhythmus einfinden. Ihr könnt kostenlos in das Hörbuch reinhören, um euch in diesen Rhythmus zu bringen, den die Hörbuchsprecherin dort auch anstimmt. Es hat schöne Assonanzen, es hat schöne Wortneuschöpfungen, also sprachspielerisch und sprachverliebt ist dieses Buch definitiv, denn Anne Weber kann das, glaube ich. Ich glaube, sie ist auch eine gute Romanschreiberin. Aber hier ist diese ganze Verknappung und Verkürzung war nichts für mich. Obwohl ich gerne Versepen gelesen habe, aber bei diesem ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass diese totale Verkürzung
nicht mein Ding ist. Ich lese lieber einen völlig ausschweifenden Roman und das sagt eine Sophie, die gerade in einem 1240-seitigen norwegischen Roman steckt, die es liebt, da ganz im Detail in die Gefühle und Begebenheiten der Figuren einzutauchen. Und das hatte ich bei diesem Buch leider nicht. Mir ist Annette sehr fremd geblieben und das habe ich mir irgendwie anders gewünscht. Ich merke aber auch, ich habe keinen großen Faible für französische Literatur, für französische Themen und Persönlichkeiten. Auch das bleibt mir irgendwie fremd. Ich habe mich dem nie so richtig angenähert und zugetan gefühlt. Ich weiß, dass mein Fokus auf deutschsprachiger Literatur Nord- und Osteuropa liegt. Ganz klar, da verstehe ich, was mir mitgeteilt wird. Ich finde es deutlich spannender. Und ich habe auch schon interessantere Romane über zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg aus französischer Perspektive gelesen. Also da denke ich nur an Jonathan Littles Die Wohlgesinnten, der natürlich auch mit seinen über 1200 Seiten mehr erzählt. Und der auch so ein ganzes Leben in seiner vollen Länge ausbreitet. Und hier haben wir eben einen kurzen Abriss. Und ich glaube, das reicht, wenn man eben nicht mehr wissen will. Aber ich merkte, ich will mehr wissen. Und dabei hat mich der Roman dann irgendwie limitiert. Abgeholt hat er mich, wie gesagt, bei seiner Sprache, bei seiner Versform, auch bei den vielen verschiedenen intertextuellen Anspielungen. Also auf Odysseus wird natürlich eingegangen, der ist als Epos-Vorreiter natürlich ganz groß hier mit drin. Auch der Mythos des Sisyphos wird mit eingefangen, fand ich auch sehr passend, weil das auch die Geschichte so ein bisschen rahmt. Und ganz am Ende taucht auch die Autorin selbst im Buch auf, wie sie dieser über 95-jährigen Annette begegnet und dann beschließt, über sie zu schreiben. Und es war ein herrlich sympathischer Schluss, der da gezogen wurde. Ich weiß nicht, ob ich das Buch so richtig empfehlen kann. Ich kann nicht so eine enthusiastische Empfehlung aussprechen wie viele andere Leserinnen, aber es lohnt sich, diese Ausnahmeerscheinung in der Literatur einmal wahrzunehmen. Also falls ihr dazu greift oder auch schon dazu gegriffen habt, schreibt mir gerne dazu, ob euch das überhaupt interessiert oder interessiert hat, ob ihr damit klargekommen seid. Von Frankreich aus begeben wir uns direkt nach Amerika und einen Vertreter, einen der wichtigsten Vertreter der afroamerikanischen Literatur. Ich habe nämlich das neueste übersetzte Werk von James Baldwin gelesen aus dem DTV, nämlich von einem Sohn dieses Landes, Notes of a Native Son. Das ist eine Essaysammlung aus dem Jahre 1955. Da ist Baldwin gerade 31 Jahre alt und reflektiert über ja vor allem Rassismus, schwarze Personen in Amerika und in anderen Teilen der Welt und erzählt uns eben alles aus seiner Perspektive, was ihm untergekommen ist bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe das Gefühl, einem viel älteren Baldwin begegnet zu sein und keinem, der gerade so 30 ist. Diese Essaysammlung finde ich vom Aufbau nicht so ganz glücklich gewählt, denn die ersten drei Texte, die euch hier begegnen, sind zwei literarische Analysen und eine Filmanalyse. Einmal geht es zum Beispiel um Onkel Toms Hütte, einmal geht es um den Roman von Richard Wright, Sohn dieses Landes. Und dann gehen wir noch in den Film Carmen Jones rein. Und ich finde, wenn man diese Werke nicht kennt, muss man sich hier auf Baldwins Urteil und Einschätzung und auch Argumentation verlassen. Und da hat mir eben einfach die Kenntnis dieser Bücher und dieser Filme irgendwie gefehlt. Nicht, dass ich seine Argumentation schlecht finde, aber ich habe jetzt nur sein Urteil. Und sein Urteil ist in allen drei Fällen sehr abschätzig, sehr kritisch. Er sagt, in diesen Werken werden schwarze Schicksale falsch und nicht realistisch dargestellt. Sie werden als die glücklichen Sklaven, als Untertanen weißer Menschen gekennzeichnet. Sie werden isoliert von einer anderen schwarzen Gemeinschaft gezeigt. Es gibt auf jeden Fall kein realistisches Bild, was er hier abgebildet findet. Und ich glaube ihm das zu 100%. Ich kann es nur nicht nachprüfen. Danach geht es in Essays rein, die mir sehr gut gefallen haben. Er berichtet dann über eigene Erfahrungen, die er gesammelt hat in dem titelgebenden Essay von einem Sohn dieses Landes. Der versucht er den Tod seines Vaters zu verarbeiten, der ja auch ein sehr hartherziger, verbitterter Mensch war. Und gleichzeitig versöhnt sich Baldwin mit seinem Vater auch in diesem Text. Und ich finde es unfassbar, dass er das schafft, der Vater, der ihm gesagt hat, dass er hässlich sei, der ihn ausgeschlossen hat, der ihn misshandelt hat, dass er dem vergeben kann, nur weil er sagt, okay, mein Vater hat als schwarze Person in seiner Zeit viel Schlimmeres erlebt als ich jetzt in Amerika. Ich weiß nicht, ob mir das ausreicht, um da Versöhnung walten zu lassen, aber vielleicht ist Baldwin dann auch schon an einer Stelle in seinem Leben, in dem ihm das besser möglich ist. Gleichzeitig berichtet er auch von den Rassismuserfahrungen anderer Freunde, die zum Beispiel als schwarzer Chor mit der Progressive Party unterwegs sind. Er beschreibt seine Reisen nach Europa, zum Beispiel wie er dort als schwarze Person aufgenommen wurde. In Paris, meinte er, ist er kaum aufgefallen, weil es da eben auch andere People of Color gab, unter anderem auch aus Algerien. Also er hat sowohl die afrikanischen Menschen kennengelernt, als auch die afroamerikanischen und wie unterschiedlich die in Europa zusammenfinden und inwiefern sie sich vielleicht auch unterscheiden. Und er beschreibt noch eine Art Urlaubsaufenthalt in einem Schweizer Dorf, wo offensichtlich noch nie ein Mensch eine schwarze Person gesehen hat. Und es ist schon fast
absurd, was er da für Begegnungen schildert und diese krasse Exotisierung, dieses Othering, das ist so fatal und ich kann mir nicht vorstellen, was das mit James Baldwin gemacht hat, dass er darüber noch so und fast spöttisch schreiben kann und nicht auch total verbittert ist, gerade bei diesen vielen Erfahrungen, die er da gesammelt hat. Ich glaube, insgesamt könnt ihr mit James Baldwin nichts falsch machen. Zumindest die zwei Essaybände und die zwei Romane, die ich bisher las, haben mir ausgesprochen gut gefallen. Egal, ob ihr Essays lest oder Romane, Geschichten von ihm, er hat eine hochliterarische Sprache und ich finde, Miriam Mandelkopf übersetzt die auch ganz wunderbar. Also sie ist uns zugänglich, sie ist modern und dass James Baldwin heutzutage noch so gut in alle politischen Debatten rund um Rassismus passt, dass er auch in alle Black Lives Matter Bewegungen reinpasst, zeigt, glaube ich, wie aktuell seine Texte auch sind. Und ich glaube, ich möchte von hier aus definitiv noch mehr afroamerikanische und auch afrikanische Autorinnen gerne entdecken. Auf jeden Fall ist Baldwins Perspektive eine ganz besondere und das bescheinigt ihm das Nachwort von Miriam Mandelkopf, das Vorwort von Mito Sanyal, die absolut begeistert sind von ihm und ich freue mich über jede Neuerscheinung, die bei DTV noch kommen wird. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher aus dem Lesemonat Juli war im Übrigen ein Kunstband und zwar von Jacob Baal Teshua, dieser Band aus dem Taschenverlag über Mark Rothko. Vielleicht wisst ihr es schon, dass ich mich für abstrakte Kunst im Besonderen interessiere, mit der Anmerkung einmal wieder, dass Mark Rothko sich natürlich nicht als abstrakter Künstler wahrgenommen hat und dem sehr vehement widersprochen hat, aber ich besitze aus dem Taschenverlag auch noch einen Band, der abstrakte Kunst heißt und der Rothko-Band ist jetzt erst der zweite, der sich dazu gesellt und ich habe schon online geschaut, welche Bände mich noch interessieren und ich glaube, es werden in Zukunft noch sehr viele folgen. Der Künstler wird 1903 geboren als Markus Rotkowitz in Russland, beziehungsweise ist das heutzutage in Lettland, in seinem Geburtsort Dvinsk steht bis heute, das Mark Rothko Art Center und seine Eltern sind vor den Pogromen in Russland, Lettland, wie auch immer, geflüchtet und in die USA eingewandert. Deswegen ist Mark Rothko natürlich als amerikanischer Künstler für uns bekannt geworden. Er hat seinen Namen dann 1940 verkürzt auf Mark Rothko. Diese Ausgaben vom Taschenverlag beinhalten nicht nur unglaublich gut geschriebene und qualitativ hochwertige Texte, die euch das Werk eines Künstlers und die Biografie beschreiben und auch analysieren. Sie enthalten eben auch eine unfassbar umfangreiche Bebilderung und ich glaube, das ist so wichtig, wenn man einen Künstler in Kürze kennenlernen möchte in diesen schmalen Bänden und gleichzeitig aber seine Entwicklung über seine gesamte Schaffenszeit sehen möchte. Ich bin ganz ehrlich, ich bin zwar großer Mark Rothko-Fan, aber ich kenne eben nur seine klassischen Gemälde. Mir war nie bewusst, dass er noch drei andere Schaffensperioden hatte oder ich habe sie einfach nicht so richtig wahrgenommen, in denen er ja durchaus noch figürlich gezeichnet hat, sich dann teilweise der Mythologie zugewendet hat, dass es nochmal Vorgängerstufen zu dieser Farbfeldmalerei hier gab, also dass er sich sogenannten Multiforms zugewendet hat, wo dann die Farbflächen noch viel mehr ineinander fließen und dass das hier das Endergebnis seiner verschiedensten Schaffensperioden war. Dass er sich dann im Gegensatz zu zum Beispiel Jackson Pollock, der dann Action Painting gemacht hat, eben dieser Farbfeldmalerei zugewendet hat. Und das ist für mich so großartig gewesen, diese Chronologie einmal abzulesen. Auch der Autor, der schafft es, da eben das spannend darzubieten, auch an verschiedenen Gemälden zu analysieren. Was hat sich jetzt verändert? Warum ist jetzt Farbe wichtiger? Warum ist jetzt Form wichtiger? Mit welchen anderen Künstlern interagiert er? In welche Gruppe von abstrakten Expressionisten gerät er da? Inwiefern ist er zum Beispiel beeinflusst von Henri Matisse, von Paul Klee, Max Weber, Max Ernst, Clifford Still oder vielen anderen? Das sind natürlich auch fast nur Männergruppen, die sich dann in Amerika gebildet haben, aber so spannende Künstlerformationen. Da haben sich für mich gleich ganz, ganz viele neue Künstler aufgetan, die ich unbedingt noch näher entdecken möchte. Ich glaube, was man aus Mark Rothkos Biografie heraussieht, ist, dass er ein unglaublich schwieriger Mensch gewesen sein muss. Einer, der irgendwie immer unzufrieden war mit seiner Kunst, der immer seine Gemälde auch auf ganz bestimmte Arten und Weisen ausgestellt haben musste. Die mussten anders gehängt werden, er brauchte ein anderes Licht. Er war sehr penibel und wahrscheinlich auch sehr pedantisch und hat wahrscheinlich auch viele Leute in den Wahnsinn getrieben. Und gleichzeitig hat er sich so unverstanden gefühlt. Seine Kunst wurde gefeiert und trotzdem war er unzufrieden. Er hat später an Depressionen gelitten, er hat ja auch den Freitod gewählt. Ich glaube, es war ein schwieriges Leben und
umso weiter seine Depression vorangeschritten ist, umso düsterer werden auch seine Gemälde. Und ich muss sagen, diese düsteren gefallen mir tatsächlich noch sehr viel besser als diese farbenfrohen, die dann von früher stammen. Dass Mark Rothko letztlich zu seinem ganz eigenen Stil findet, dass er keine figürlichen Darstellungen mehr braucht, dass es immer abstraktere Darstellungen gibt, dass diese Farbfelder entstehen, dass man eine gewisse räumliche Tiefe hat, eine ganz bestimmte meditative Stimmung auch verspürt, wenn man diese riesigen Gemälde sieht, die ja auch irgendwie 1,80 Meter x 2,20 und noch größere Ausmaße angenommen haben. Das kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich freue mich, wenn ich tatsächlich von Mark Rothko mal wieder was in Realität sehe. Ich denke, das ist noch nicht vorgekommen bisher. Auf diesen kleinen Flächen kann man es nicht so gut nachvollziehen. Ich glaube, da versinkt man nicht so in diesen Bildern, wenn man sie so vor sich sieht. Ich glaube, dann wird man direkt davon verschluckt und ich freue mich, wenn das in meinem Leben noch passieren sollte. Also wenn ihr eine Faszination für abstrakte Kunst habt und auch für bestimmte Statements von Künstlern, die gesagt haben, nee, ich mache keine abstrakte Kunst, dann ist, glaube ich, auch dieser Band über Rothko genau das Richtige und auch die Bände aus dem Taschenverlag allgemein. Ich glaube, seit einigen Jahren kann ich fast jedes Jahr zu einem Tschechow-Jahr erklären und im Juli las ich endlich die Briefsammlung vom Maler Isaac Levitan an Anton Tschechow mit dem wunderschönen Titel Achtung, gestreifte Hyäne. Das umfasst eine Briefsammlung über ungefähr 5 Jahre von 1885 bis 1900 und zeichnet uns eine Freundschaft zwischen diesem Maler Isaac Levitan und dem Schriftsteller Anton Tschechow, die definitiv auch ab und an von Hassliebe geprägt ist und die leider mit dem Tod Levitans 1900 ein sehr abruptes Ende findet. Beide sind gleich alt, sie sind beide 1860 geboren, haben sich natürlich in verschiedene künstlerische Professionen verloren und beide hadern schon mit ihren Krankheiten. Also Levitan ist stark depressiv und Tschechow ist immer wieder unterwegs zu Kuren, denn seine Tuberkulose macht ihm doch mehr zu schaffen. Und ungefähr 5, 6 Jahre nach Levitans Tod findet ja auch Tschechows Leben schon ein Ende, was sehr, sehr tragisch ist, weil er, ich glaube, gerade da in seiner Blütezeit war, was seine Dramen und auch Erzählungen angegangen ist. Der Titel des Buches Achtung, gestreifte Hyäne geht auch auf so ein liebevolles Beleidigen zwischen den beiden ein. Da gibt es auch einen wunderbaren Satz, da schreibt Levitan: Also mein Lieber, ich drücke dir freundschaftlich die begabte Pranke, die es fertiggebracht hat, eine solche Unmenge an Papier zu versauen, aus dem man nicht herauslesen sollte, dass die beiden sich nicht gemocht haben, sondern ganz im Gegenteil, dass die Freundschaft umso tiefer war, weil sie sich sowas schreiben konnten und genau wussten, wie der andere es meint und in keinem Falle beleidigend oder diffamierend, sondern sie haben sich gegenseitig sehr geschätzt. Das Wunderbare ist, dass hier nicht nur Briefe versammelt sind, die von einer wunderbaren Freundschaft zeugen mit allen ihren Höhen und Tiefen. Hier ist auch noch eine Erzählung von Tschechow abgedruckt. Einmal, ich glaube, die heißt Das Glück. Da geht es um 2 Schafshirten, die auf einen Feldhüter treffen und die über die Glückseligkeit des Menschen sprechen und inwiefern Geld damit zu tun hat, dass man glücklich wird oder eben auch nicht und wie man Dingen nachjagt, die ja eigentlich schon verloren sind. Und später im Band haben wir einige kleine Abdrucke von den schönen Landschaften, die Levitan gemalt hat und zu denen Tschechow teilweise Texte geschrieben hat. Also genau das, was ihr empfindet, wenn ihr diese Bilder betrachtet, hat Tschechow euch nochmal in Worte gebannt und geben euch die richtigen Worte an die Hand, um diese Landschaft so im Ganzen zu erschließen. Und das ist so wunderschön gewesen. Und auch das Nachwort stellt dann heraus, wie gut die beiden zusammen funktioniert haben, wie parallel man sie als Künstler sehen kann, einmal als bildenden Künstler, einmal als Literaten, wie der eine die schönen Landschaften eben gemalt hat und wer der andere sie beschrieben hat. Und ich finde, das passt so gut zusammen. Ich hätte nie gedacht, dass ich neben Tschechow einen Zeitgenossen von ihm finde, der ihm so ähnlich ist, aber gleichzeitig in einer ganz anderen Sparte der Kunst operiert. Und das hat mich so begeistert. Also dieser Band ist wunderschön, er ist witzig, er zeugt von einer wunderschönen Freundschaft. Man hat eine extra Erzählung von Tschechow, man hat viele Bilder, man hat ja auch Gemälde und Zeichnungen, die Levitan von Tschechow angefertigt hat. Also auch das sehen wir hier zur Gänze. Und ja, ich bin, glaube ich, insgesamt sowieso sehr Tschechow begeistert. Deswegen freue ich mich, wenn ich noch mehr über ihn lese, von ihm lese, von seinen Zeitgenossen lese, die über ihn geurteilt haben oder mit ihm irgendwie in Korrespondenz standen. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr Tschechow entdeckt, da tut sich ein ganzer Kosmos auf und ihr werdet nur glücklich sein, so geht es mir zumindest gerade. Und ja, diesen Band aus der Friedenauer Presse kann ich definitiv empfehlen, auch generell, wenn ihr auf der Suche seid nach osteuropäischen und russischen Autoren und Autorinnen. Damit habe ich alle Werke, die ich auf meiner Leseliste hatte, die ich dann auch geschafft habe, abgearbeitet in diesem Video. Und jetzt kommen noch 3 Werke, die ich zusätzlich gelesen habe. Es kam mir nämlich noch ein schmaler Band von Sharon Dodua Otoo unter,
nämlich Herr Gröttrop setzt sich hin. Das hat ja kaum 60 Seiten und wird hier als Hardcover für 18 Euro vermarktet. Das ist doch ein bisschen zu viel Geld, finde ich. Ich bin auch froh, dass ich das als Leseexemplar bekommen habe, denn ich mag es, wie Sharon schreibt und ich wollte gerne mehr von ihr lesen. Und diese drei Texte sind auch höchst lesenswert, auch wenn ich finde, dass sie nicht so besonders sind wie zum Beispiel ihr Roman Adas Raum. Aber sie haben damit zu tun. Alle drei Texte drehen sich um den Bachmann-Preis in Klagenfurt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Sharon Dodua Otu hat den 2016 gewonnen und ihr Gewinnertext, Herr Gröttrop setzt sich hin, ist dort mit enthalten. Dann gibt es noch eine Rede, die sie 2020 dort gehalten hat, nämlich die heißt, dürfen schwarze Blumen malen. Und am Ende ist noch ein Text drin, der heißt, härtere Tage. Da blickt sie, ich glaube, aus einer Perspektive so 2022 nochmal auf die Sharon damals, die den Preis gewonnen hat. Der erste Text ist eher eine Alltagsbeschreibung eines Ehepaares, alternden Ehepaares. Die Frau macht immer das Frühstück, der Mann nimmt das alles so stoisch hin, ist aber relativ grumpy und schon so ein bisschen eingefahren und alles ist normal bei diesem Frühstück, aber dann ist das Ei plötzlich nicht hart gekocht, das er essen möchte und daraufhin kriegt er einen Wutanfall. Er wird aus seiner Routine und seinem Alltag gerissen und wir nehmen das natürlich als sehr komödiantisch wahr. Dann bekommen wir dieselbe Szene nochmal beschrieben aus der Sicht des Eis, beziehungsweise einer Entität, die offensichtlich immer wieder in verschiedenen Gegenständen und Dingen wiedergeboren wird. Und wenn ihr Adas Raum gelesen habt, dann kennt ihr diese Entität schon, dann ist sie euch da auch begegnet. Das fand ich wirklich witzig umgesetzt. Ist halt noch nicht so richtig magischer Realismus, aber wenn man Adas Raum gelesen hat, dann hat man so ein Gefühl für dieses Wesen, was da auftaucht und sich immer wieder in verschiedene Dinge hineinlebt, um die Menschen in ihrer, ja, in ihrem Alltag eigentlich zu beobachten. In Text Nummer 2 schreibt sie vor allem über ihre eigene Identität. Sie schreibt darüber, dass sie sich mehr POC-Autorinnen in der deutschsprachigen Literatur wünscht und sie ordnet sich in eine literarische Schreibtradition von Chinua Achebe, Toni Morrison und Maya Yim ein. Und in Härtere Tage blickt sie wiederum dann, wie gesagt, auf sich selbst, als sie dann gerade den Bachmann-Preis gewonnen hat und fragt sich ganz im Besonderen, ob ihre Eltern stolz auf sie gewesen wären und jetzt vielleicht auch stolz sind auf ihre gebildete, literarisch begabte Tochter, die jetzt einen Literaturpreis nach dem anderen abräumt und versucht, sich auch mit ihren Eltern so ein bisschen zu versöhnen, weil sie das Gefühl hat, sie führt ganz andere Kämpfe gegen beispielsweise Rassismus als ihre Eltern, die sich vielleicht schon mit ihrer Lage und ihrer Situation abgefunden haben, während Sharon hier in Deutschland eben aktivistisch unterwegs ist. Ich glaube, dieser versöhnliche Gedanke, der steht im Vordergrund und sie ist letztlich sehr stolz auf sich selbst und glaubt, das kann sie auch sein und ich hoffe, ich kann in Zukunft noch viel mehr von ihr lesen. Und zum Ende meines Videos möchte ich gerne noch über die zwei Manga reden, die ich gelesen habe. Ich habe einen am Anfang des Monats gelesen und einen am Ende des Monats. Das hat natürlich perfekt gepasst. Und eins davon war ein Boys Love Einzelband, nämlich der Metalhead von nebenan von Mamita. Und ich glaube, einige von euch wissen es schon, ich höre selber Metal und dieser Themenkomplex hat mich hier natürlich angesprochen. Ich entdecke auch langsam, dass ich offensichtlich Boys Love Titel aus dem Manga-Bereich sehr gerne belese. Es arbeitet mit einer Boys Love typischen Trope, dass ein junger Mann den anderen von der Straße aufsammelt, nämlich Kento, der blonde junge Mann hier auf der einen Seite, der ist im Winter unterwegs, friert in seiner Wohnung, in der noch kein fließend Wasser oder Gas vorhanden ist und bricht draußen in der Winterlandschaft zusammen und sein Nachbar Soshi, der Metalhead, liest ihn auf und peppelt ihn auf, kocht für ihn, umsorgt ihn und Kento merkt, sie verbringen nämlich dann noch mehr Zeit miteinander, dass er sich in Soshi so langsam verliebt, denn Kento ist schwul, er ist sich hundertprozentig sicher, kann sich aber eben vor dem Metalhead nicht outen und es gibt dann viele schöne Szenen, wie sie zusammen kommunizieren. Soshi ist eher zurückhaltend, sozial, nicht ganz so geschickt wie vielleicht andere Menschen, hat auch ein Kommunikationsproblem und schafft es zum Beispiel mehr über die Art und Weise, wie er sich um Kento kümmert, zu zeigen, dass er ihn mag, als dass er es über Worte könnte. Sie gehen auch zusammen auf ein Metal-Konzert, das ist sehr, sehr herrlich. Wir befinden uns also vom Setting her immer mal wieder in Soshis Wohnung. Wir haben immer wieder schönes Winter-Setting. Es sieht ganz toll aus, wie die beiden in kuschelige Wintermäntel, Mützen und Stiefel gehüllt sind. Und gleichzeitig sehen wir aber auch Kento bei seiner Arbeit, denn er ist Kindergärtner und es ist sind super witzige, herrliche Szenen. Also hier ist definitiv auch der Comedy-Faktor ein ganz hoher. Und die beiden nähern sich eben doch an. Und es ist insgesamt ein wunderschöner Band. Ich glaube, die Mangaka, der Mangaka, möchte uns vor allem Soshi, den Metalhead, besonders niedlich und wunderschön präsentieren. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Frisuren der im Laufe dieses Bandes hat. Der ja auch über, ich glaube, über mehrere Jahre geht von der Erzählung her.
es ist einfach wunderschön gezeichnet. Ich mochte es extrem gerne. Also Soshi war für mich auch so der Punkt, auf dem ich mich fixiert habe. Kento fand ich gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Aber ich habe diese Liebesbeziehung gerne mitverfolgt, die sich da entwickelt. Und ich glaube, bis auf so ein paar Punkte, die am Ende kommen, konnte ich auch alles nachvollziehen, wie es sich entwickelt hat. Und kann euch nur empfehlen, wenn ihr einen kurzweiligen, wunderschönen Einzelband lesen wollt aus diesem Genre des Manga, dann sei euch das sehr ans Herz gelegt. Und der zweite Band, den ich noch gelesen habe, war Numero 2 von Insomniacs After School. Über den ersten Band habe ich ja schon relativ begeistert berichtet in einem meiner letzten Lesemonate. Hier geht es um zwei Highschool-Schüler, die unter Schlaflosigkeit leiden und dadurch einem enormen psychischen Druck ausgesetzt sind. Denn sie gehen ja noch zur Schule und sie dürfen eigentlich im Schulalltag nicht müde sein oder schlafen, aber nachts ist ihnen schon gar nicht möglich. Im ersten Band haben sich die beiden Nakami und Magari ja schon kennengelernt und jetzt in Band 2 gründen sie eine Astronomie-AG und können das Observatorium weiterverwenden, indem sie vorher halt immer zusammen lagen und schliefen. Und in diesem Band geht es vor allem darum, dass Nakami das Fotografieren lernt. Dadurch lernen sie auch noch eine ältere Schülerin kennen oder eine ehemalige Schülerin, die ihnen dann alles zeigt und die auch so ein paar Einzelszenen bekommt. Den zweiten Teil des Bandes macht dann ein Campingausflug der Schule aus. Dort sind zwar die Jungs und die Mädchen jeweils getrennt, aber da die beiden nachts wieder nicht schlafen können, treffen sie sich am Strand, machen Fotos, sind einfach sie selbst und zelebrieren das Wachsein in der Nacht und können dann im Endeffekt auch wieder am Strand einschlafen, weil sie sich zusammen so wohlfühlen. Während Magali und Nakami sehr sensibel sind, was ihre Schlafproblematik angeht, sind Lehrer, Eltern und erwachsene Personen in diesem Manga sehr, sehr toxisch, weil die diese Schlafprobleme natürlich nicht sehen, sondern dem jungen Menschen dann irgendwas anderes unterstellen, von wegen, sie würden ja die ganze Nacht Party machen. Und kein Wunder, dass sie dann müde seien am nächsten Tag. Da erhöhen sie einfach den psychischen Druck auf diese jungen Schüler sowieso noch weiter, die dann gezwungen sind, das Ganze zu verstecken und sich noch unwohler fühlen. Also es ist sehr, sehr traurig zu sehen, dass gerade von den Personen, von denen man sich Unterstützung wünscht, keine Unterstützung kommt. Und dass aber zumindest Magari und Nakami zusammenhalten, das ist ein gutes Zeichen. Ich freue mich, diesen Band weiterzulesen, denn er hat genau die richtige Mischung aus romantischen, schönen Momenten, ernsthaften Behandlungen dieser Krankheit und psychischen Störung, die bei beiden vorliegt. Und gleichzeitig hat es auch einen sehr, sehr niedlichen Zeichenstil, es hat einen schönen Humor. Hier kommt noch eine Katze mit rein, die auch alles noch niedlicher macht. Deswegen auch diese Reihe möchte ich euch gerne ans Herz legen und freue mich auf den dritten Band, der, glaube ich, Ende Oktober erscheint. Damit bin ich auch am Ende meines Lesemonats-Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude an den Büchern, an meinen Ausführungen dazu. Mich interessiert natürlich wie immer, was ihr von den Büchern eventuell gelesen habt, auf was ich euch vielleicht gespannt gemacht habe oder was ihr mir sonst so Buchiges mitteilen wollt. Bitte tut euch gerne in den Kommentaren kund, wenn ihr mit mir ein bisschen in den Austausch treten wollt. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht es gut. Tschüss.